Zauberwörter der Freiheit heißen Mühe und Arbeit. Jede dieser Vokabeln aus dem Schulleben enthält den Bestandteil Arbeit. Ich gratuliere deshalb besonders denen, die diesen Zusammenhang verstanden haben. Immer hat sich das in entsprechenden Zensuren niedergeschlagen. Hallo liebe HT, hallo liebe Gäste. Lange nicht gesehen, ne? Ein paar Tage ist es her. So, wir fangen auch an mit der Zeugnisverleihung. Es war ein sehr engagierter Jahrgang, mit denen besonders die Projekte sehr gut funktioniert haben, tollen Spaß gemacht haben. Insbesondere die HT, die Tourismusmanager, haben zuletzt ein sehr aufsehenerregendes Projekt mit dem Deister-Tourismus zusammen gemacht, wo andere Regionen angefragt haben, ob wir dieses Projekt übertragen können. Der Jahrgang, vor allen Dingen die Touristiker, eine ganz menschlich tolle Klasse gewesen. Wir waren viel unterwegs, haben viel erlebt, auch vieles Gemeinsames außerhalb der Schule gemacht. Die Dozenten waren sehr toll, viele nette Leute kennengelernt, Herr Limbach besonders. Sehr viel Spaß mit ihm gehabt, auch auf der Skifreizeit. Genau. Frau Gutknecht in China, das war auch super. Also wirklich, war eine tolle Zeit. Abwechslungsreich, viele Facetten kennengelernt. Durch die Sprachen, durch die Wirtschaft, durch den EV-Bereich. Ja, viel gelernt und jetzt mal schauen, dass ich damit gut weitermachen kann in meinem Leben. Ja, es ist halt Schule. Ne? Also es ist nicht Zuckerschlecken und sich zurücklehnen und ein paar Säckchen trinken, sondern wirklich harte Arbeit. Das ist jetzt vorbei und es war schön, wenn man so zurückblickt schon, ja. 3 Jahre haben wir die ITB unsicher gemacht und gelernt, was es heißt, erfolgreich in unserer Branche zu sein. Von Sonnenberg bis nach China. Einige von uns haben eine lange Reise begangen auf dem Weg bis heute hierher. Die Veranstaltung fand ich echt gut. Es war abwechslungsreich. Wir haben Tänzer gesehen, wir haben uns Reden angehört und auch natürlich die Klassen durften selbst was machen. Bisschen kreativer, freier Spielraum. Das war auch echt schön. Also ich bin rundum zufrieden. War sehr spannend. Viele alte Gesichter wieder gesehen. Wir waren jetzt ja ein halbes Jahr weg, haben uns ja auch alle nicht gesehen, deswegen haben wir uns so besonders darauf gefreut. Ich habe mich immer besonders über die Beiträge unserer Schüler gefreut, unserer Absolventen gefreut. Diese Runde ist zu Ende, Rien ne va plus. Aber die nächste, die steht vor Ihnen und dafür wünschen wir Ihnen alles, alles Gute. Für uns ist so ein Abschluss eines Jahres immer ganz wichtig. Wir wollen nach 3 Jahren guter und harter Arbeit mit unseren Absolventen dann auch einen richtig guten letzten Moment haben. Und ich finde, das ist heute echt gelungen. Ja, es war unser Main Event, ne, der Schule. Alles fiebert darauf hin, die Absolventen zu verabschieden. Die letzte große Veranstaltung in der Schule. Eine tolle Veranstaltung. Musik.